Bester On-Hop-Off. Piu, piu, what's pumpin'? Ich war jetzt gerade mal eben in der Pharmacy, weil ich habe hier so zwei ekelhafte Splitter drin, die ich absolut nicht mehr rausbekomme. Jetzt habe ich mich mal mit Nadeln eingedeckt, mir eine Pinzette gekauft, beziehungsweise so drei Pinzetten sind das mäßig. Ja, und dann mache ich nachher einen OP-Eingriff, ne? Und dann gucke ich mal, ob ich die Dinger rausbekomme. Jedenfalls sexy. Ich bin jetzt in Makaha, das ist ein Dorf weiter als, oder zwei Dörfer weiter als Wayanae. Und dort sind die Burgs. Jedenfalls richtig nice. Und ich will jetzt mal da oben drauf. Zum Papa One One Beach. Das soll ein richtig schöner Strand hier sein. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das so wird. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal einmal da rum. Mit Glück sehe ich da Tiere. Damn, wo ist die Sonne hin, Alter? Richtig Bock auf Sonne und bewölkt. Wahrscheinlich jetzt auch noch weitere 4 Stunden oder so. Das fängt doch eben schon leicht an zu nieseln. Mit geangelt fleißig. Geil. Fresher place hier. Yay! Das ist der Papa One One. Der Papa One One Trail, let's go. Ist halt nicht weit, ne? Geht's hier einmal rum, ganz entspannt. Und dann pflanze ich mich am Beach. Schön an den Strand hin. Wo auch sonst, ne? Soll es halt auch einzigartige Tiere geben. Vor allem Vögel. Ich gucke jetzt mal da oben so auf den Berg. Da sind ganz weiße, ich weiß nicht, sind das Tauben? Ich glaube eher nicht, ne? Ich gehe jetzt mal einmal da rum. Aber mit Glück sollen hier auch halt Ziels sein, also Robben. Und man kann hier sogar Wale sehen. Guck mal, da ist was. Oh mein Gott. Das ist eine Schildkröte. Das ist ein Turtle, Alter. Oder? Ja. Ja, man sieht hier wohl Robben, Schildkröten und Wale sogar sollen hier manchmal sein. Also irgendwo dort sollen Wale sein. Das ist halt insane. Ne? Aber hauptsächlich auch Schildkröten. Es wird auch Turtle Bay genannt. Turtle Bay. Ich merke auf jeden Fall meine Beine. Ich war gestern nämlich wandern und habe war auf 1200 Meter Höhe, auf dem höchsten Punkt hier auf Oahu. Und geil aus. Und ja, dementsprechend sind meine Beine ein bisschen fluffig, sag ich mal. Die sind ein bisschen angematscht, ne? Und jetzt hier wieder ein bisschen wandern und so. Ich merk's. Ich sag euch, wie es ist. Ich habe einen Mercurini auf jeden Fall. Ey, was es hier für riesige Krebse gibt, ne? Das ist unnormal. Also das sind solche Viecher. Ich glaube, die haben eine Spannweite von 10 mal 20 cm oder so. Das ist krank. Solche Biester. Sportale. Ich hoffe, ich komme da rum. Ansonsten bin ich gelackmeiert, ey, ohne Witz. Irgendwie sieht mir das ein bisschen komisch aus da. Wir checken es aus, wir probieren es, wir machen es.
regnet. Kann ich nicht glauben. Aber es ist angenehm gerade mit der Sun. Kann man schon machen mit dem Regen. Ich hoffe, dann folgt gleich ein Regenbogen. Das wäre doch sexy, oder? Oh ja, das wäre cool. Würde ich fühlen. Schon geil hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde hier gleich todesnass. Man sieht halt in den Wellen immer so Schildkröten, ne? Das ist so geil. Ich glaube, das sieht man auf dem Video gar nicht. Schon echt wild. Ich weiß gar nicht, ob ich nass werde vom Regen oder ob das die Wellen sind, die ja dauernd gegen die Wellen abspritzen. Digga, was geht? Oh mein Gott, ich bin hardcore. Let's go! Tschüss! Das ist anders. Yo, ich hab's geschafft. Wild. Jetzt nochmal die Welle hier sehen. Digga, oh, die ist auch riesig wieder. Oh mein Gott. Ich glaube, hier kannst du auch richtig geil surfen. Holy shit. Aber es wird schon Grund geben, warum hier keiner draußen ist an einem Sonntag. So viele Steine auf. Schon geil hier. Vielleicht wird sich an den Beach gelegt. Ich bin eben einmal durchgeschakt und durch den Sand durch. Einmal komplett längs geslattert. Guck dir die Dinger an. Jetzt mal guck. Digga. Was ist das an?
Hört man, das ist nur dunkel, ne? Aber ich bin am Strand. Das ist unsere Anlage von dem Auto. Oh, Digga, der ganze Boden vibriert. Das ist, was ich meinte.